Wir wissen aus dem Hinspiel, dass es eine sehr schwierige Aufgabe ist, weil Sporting eine hervorragende Mannschaft ist. Im Hinspiel haben wir eine Top-Leistung abgerufen, deshalb 1-0 gewonnen. Und diese Top-Leistung, die brauchen wir natürlich morgen genau auf dem gleichen Niveau, damit wir ins Achtelfinale einziehen. Das ist natürlich unser großes Ziel. Statistiken, Spiele, die früher mal gespielt wurden, die interessieren mich grundsätzlich sehr wenig. Ich glaube, dass Sporting im Moment eine sehr, sehr gute Mannschaft hat, vielleicht auch eine bessere Mannschaft als in den vergangenen Jahren. Und deshalb sollten wir nicht hoffen, dass uns irgendeine Statistik morgen hilft, sondern wir müssen uns natürlich selber helfen.